Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und einem neuen Projekt, nämlich, wie man es vielleicht schon erkennen kann, Prey. Ich werde das Spiel halt durchspielen, ich werde das Uncut auf YouTube hochladen und auch noch auf Twitch werde ich das Spiel live streamen, also ich werde es live im Stream durchspielen und im Stream halt aufnehmen und das Aufgenommene leicht dann auf YouTube hochgeschnitten, also halt nicht geschnitten, aber in so Folgen zusammengeschnitten. Deswegen wundert euch nicht, wenn, also wundert ihr auf YouTube, falls das jemand sehen sollte, wundert euch nicht, wenn ich auf den Chat eingehe, der auf YouTube nicht da ist, weil ich streame das halt live. Lol. Ui, hi. Männlich oder weiblich? War da gerade das Auge? Jetzt ist es normal? Und wenn er dann hingeht und hingreift? Nein, das andere Auge, komm. Mach das wieder. Es war kurz rot. Das Auge wird einfach manchmal rot. Ja, da, es ist rot. Es ist rot. Frau, okay. Weiblich. Du warst in einem Apartment im Jahr 2032. Du betrittst dein Apartment. Wow. Guten Morgen, Morgan. Heute ist Montag, der 15. März 2032. Danke für die Info. Kannst du leise sein? Ui, ein Dingsbums. Hey Morgan, wach auf! Ich muss nur ganz kurz. Es ist immer noch zu laut. Ich habe das auf 5 gestellt. Warte, Sprachlautstärke. Zeit. So. Ich habe den Helikopter geschickt, um dich abzuholen. Es geht nur um ein paar Tests. Vergiss deinen Anzug nicht. Bis später. Oh, eins noch. Es ist toll, dass du jetzt mit an Bord bist. Wir werden große Dinge bewegen morgen, wie in alten Zeiten. Schieben wir einen Stein, oder? Nein, nicht so lustig. Tragen. Ui, ui. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Ich will doch nicht raus. Kann ich da... Welches Jahr? 2032 oder so? Also anscheinend ist es wohl modern, 720p zu haben. Obwohl, nein. Hä? Das ist ja voll sinnlos. Es hat zwar eine hohe Auflösung, aber da sind einfach vier... Hä? Wieso ist da so ein Rast? Ja, Zukunftstechnologie halt. Das können wir einfach nicht verstehen. Ui. Das war schon kaputt, nachdem es runtergefallen ist. Ui. Ui. Ich kann klettern, oh mein Gott. Das Spiel ist jetzt schon mein Lieblingsspiel. Ja, das schaue ich mir. Pizza! Oder? Ja. Da war gerade irgendwas. Nein? Okay. Ich gehe gleich zum Bildschirm, obwohl ich glaube, dass ich das gar nicht muss. Aber da ist ein Bildschirm, wo man Sachen machen kann. Mache ich gleich. Aber. Nicht jetzt. Oh, okay, das ist praktisch. Ich muss nicht mal irgendwas klicken. Ich muss das einfach nur anschauen und sehen, was drin ist. Röntgenblick haben sie eine Zukunft also schon. Ich habe auch mal einen Lichtschalter programmiert. Das war voll schwierig. Ui. Anleitung zur Installation von Neuromods. Warnung. Neuromods sollen nur unter kontrollierten Bedingungen durch zertifizierte Transdar-Techniker installiert werden. Nach der Prozedur können leichtes Unwohl, Schwellungen und Augenrötung auftreten. Augenrötung so... wie vorhin, als wir die zwei, als wir es männlich und weiblich gesehen haben.
wo einfach plötzlich die Augen kurz rot werden und dann wieder normal sind. Schritt 1. Entfernen Sie die Neuromod aus dem vakuumversiegelten Behälter. Schritt 2. Drücken Sie die gummierte Okularmuschel fest gegen den Knochen der Augenhöhle. Man muss sich das ins Auge spritzen? Oder, keine Ahnung, tun? Halten Sie das Auge geöffnet! Okay, merke ich mir. Schritt 4. Drücken Sie den ich kann nicht lesen. Auslöser. Und halten Sie den Neuromod 5 Minuten gegen das Auge. 5 Minuten. Man muss sich 5 Minuten was ins Auge halten. Geil. Ich will auch. Schritt 5. Entsorgen Sie die benutzte Neuromod im beigefügten Beutel für biologische Gefahrenstoffe. Okay. Fünf Minuten, als ob das so, als ob. Die wissenschaftliche Methode. Methode für was? Okay, cool. Was, wenn ich Ihnen sagen würde, dass ich aus Ihnen in weniger als 10 Minuten einen Mathematiker auf dem Niveau auf dem Niveau Einsteins machen könnte? Ich würde sagen, das ist Unsinn. Das ist der erste Gedanke, der mir in den Sinn kommt. Angesichts Alexius Übersetzung jedoch schnell wieder verschwindet. Auch wenn es nicht zu mir passt, bin ich gefesselt. Cool. Erhält mich nicht zum Narren. Warum kann ich nicht lesen? Was ist los mit mir? Sich selbst? Vielleicht. Aber mich? Nein. Alex lehnt sich in seinen Stuhl zurück. Willkommen im Zeitalter der Neuromods. Cool. Das. So werden wir alle in der Zukunft aussehen. Wir haben einfach kein Ober. Also, der Kopf ist einfach nur dieser untere Teil mit dem Mund und oben einfach alle nur noch so eine Kugel. Wir haben telepathische Kräfte natürlich. Kann ich? Hallo? Nein? Aber ich will. So, Hände waschen hier. Jetzt in diesen Zeiten muss man das mehr oft machen. Ich kann einfach nur das hier anmachen und es macht nicht einmal irgendwas. Oder? Ich kann nicht crouchen, glaube ich. Ich höre nur Gas. Aber ich mag Gas. Ich lasse es mal an. Da ist das. Ein grüner. Grün. Ich kann auf jeden Fall Farben unterscheiden. Ein blauer Apfel war das. Hier ist noch ein Buch. Im Herzen eines Voks. Was ist ein Vok? Das Zubereiten eines Gerichtes mit Hilfe von Vox ist eine erfurchtgebietende, ja, geradezu spirituelle Erfahrung. Jede einzelne Schicht der schwarzen Oberfläche hält die Erinnerung an ein Gericht fest, welches in der Stahlschüssel des Vox zu gaumenfreudiger Köstlichkeit perfektioniert wurde. Ihr geschmacklicher Widerhall bereichert jedes neue Gericht, das dieser meisterliche Pfanne zur Zubereitung übergeben wird. Ach so. Ist die Wok eine Pfanne? Oder bin ich gerade irgendwie dumm? Kann durchaus beides sein.
Enzyklopädie der Ernährungswissenschaft und des Kochens. Was sind das für Wörter? TG oder TG-Asse? Ein in Pflanzen, Tieren und Bakterien natürlich vorkommendes Enzym. TG wird oftmals verwendet, um eiweißhaltiges Nahrungsmittel zu binden oder Nachbildungen von zum Beispiel Krabbenfleisch oder Fischklößen herzustellen. Wird umgangssprachlich auch als Fleischkleber bezeichnet. Tipp für Köche: Wenn Sie die Haut eines Hühnchens auf einen Lachs kleben, schützen Sie damit dessen Äußeres vor dem Verbraten. Aha, dann werde ich ab sofort, immer wenn ich irgendwas mit Hühnchen mache, erstmal herzlichen Glückwunsch morgen, Alex. Danke. Erstmal Hühnchenhaut drüber kleben. Oh, ich wollte das wieder werfen. Jetzt habe ich es im Inventar. Okay, ja. Designtechnisch ist das definitiv Zukunftszeug, aber es hat jetzt nicht irgendwie so coole Knöpfe, mit denen man mehr machen kann, muss ich schon kritisieren. Im Zuge des Fermi-Problems. Das Fermi-Paradoxon. Warum nennen Sie das Fermi-Problem? Das heißt Fermi-Paradoxon. Mann! Stellen Sie sich vor, dass es in der Galaxie Milliarden von Sternen wie unserer Sonne gibt. Viele davon wesentlich älter. Um einige dieser Sterne könnten erdähnliche Planeten kreisen. Auf einigen dieser Planeten könnte sich intelligentes Leben entwickelt haben. Und einige dieser intelligenten Lebewesen könnten zu interstellaren Reisen fähig sein. Wenn die Zivilisation sich für die unsrige entwickelt hätte, was vor der unsrigen entwickelt hätte, erscheint es möglich, ja sogar wahrscheinlich, dass selbst mit der vorstellbaren Geschwindigkeit von Reisen zu anderen Sternen bereits die gesamte Galaxie koloniert ist. Das Problem dabei: Wir haben derartige Zivilisationen weder entdeckt, noch wurden wir von ihnen kontaktiert. Warum? Ja, dann, um das herauszufinden, kann man Sorbelos sein und das Fermi-Paradoxon googeln. Ist aber echt interessant. Das sind alles eigene Bücher. Oh mein Gott, ich hasse es. Mitternachtslieder, eine klassische Gedichtssammlung der Dynasie. Ja, das kann ich auf jeden Fall lesen. Aber ich will euch jetzt das nicht antun, weil halt quasi ich das nicht will. Genau. Bewusstsein. Das Feuer in den Gleichungen. Ich kann nicht lesen. Die Essenz des Bewusstseins bleibt auch weiterhin äußerst mysteriös. Ich kann das subjektive Wesen von Erfahrung, mein Innenleben wissenschaftlich erklärt werden. Entsteht Bewusstsein aus den komplexen Berechnungen von Neuronen im Gehirn? Oder handelt es sich um eine fundamentale und unveränderliche Eigenschaft, die Teil der Substanz des Universums ist? All das und viel mehr erfahren Sie bei Galileo Mystery. Nein, Spaß. Einführung in die Studie der parapsychologischen Meta-Analyse. Ah, die Meta-Analyse, die kenne ich sogar. Also halt, ich weiß nicht genau, wie es echt heißt, weil ich glaube, es heißt nicht Meta-Analyse, aber irgendwas mit Meta halt. Beispielsweise zeigt die du Durchführung einer Meta-Analyse von mehr als 2000 Ganzfeldexperimenten bei den Teilnehmern zum Zweck des Tests auf Telepathie einer leichten sensorischen Deprivation ausgesetzt werden, eine Trefferquote von 39%. Diese
Diese Ergebnisse sind statisch signifikant. Sind statisch signifikant. Das heißt, die Erfolgsquote liegt über dem, was nur durch reinen Zufall erklären wäre. Ich habe den Satz gerade überhaupt nicht verstanden, aber ich will ihn nicht nochmal lesen. Es besteht also kein Zweifel. Hier geht etwas Unheimliches vor sich. Scary. Prinzipien der Neurowissenschaft, 10. Ausgabe. Das Gehirn wurde einst als zu warm, feucht und störbehaftet für scheinbar empfindliche Quantenprozesse angesehen. Die Entdeckung der Quantenkohärenz in biologischen Abläufen, wie zum Beispiel bei der Photosynthese der Pflanzen, der Navigation von Vögeln und unserem eigenen Geruchssinn, haben jedoch den Weg für die nachfolgende Entdeckung von Quantenvibrationen in den Mikrotubuli der Neuronen geebnet. Finde ich auch, muss ich sagen. Also ich bin voll, das habe ich auch aber schon rausgefunden, da habe ich halt Forschungen hier gemacht an hier zu Hause an meinem Tisch und das habe ich schon rausgefunden. Das wusste ich natürlich alles. Die Technik der Regelkreise. An dieser Stelle greift eine Metapher. Okay. Normalerweise besteht das Ziel der Regelungstheorie darin, die Aussage eines Systems zu kontrollieren und mit der gewünschten Ausgabe, dem Referenzsignal, zu vergleichen. Die Differenz zwischen dem tatsächlichen und dem gewünschten Signal, die Regeldifferenz, wird als Rückkopplung an den Eingang des Systems gegeben und die Ausgabe näher an die Referenz zu bringen, um die Ausgabe näher an die Referenz zu bringen. Gute Regelkreise und gute Ingenieure lernen also aus der Vergangenheit. Ah ja. Wieso kann ich das alles nicht nehmen? Da ist überall eine Hand. Also das kann ich nicht nehmen, weil da steht, dass es nicht geht. Weil ich F drücken muss. Ah, dann kann ich das machen, was ich hier vorne machen wollte. Ich wollte nämlich... So, ich wollte... Ich wollte einen Bottleflip machen, aber anscheinend nicht. Okay, was haben wir hier? Passwort eingeben. F-Paradox. Ist das etwa... Paradox? Keine Ahnung. Die Arbeitsterminals der Tanzstar-Angestellten enthalten anscheinend coole Sachen. Ja. 7.05 Uhr. Wenn ich jetzt hier warte, wird es dann wirklich spät. Schau ich dann gleich. Gratuliere und willkommen. Das stand auch dort hinten auf der Notiz. Danke, dass du mir das nochmal sagst. Das lese ich auch gleich. Von Thomas Tucker. Hallo, hallo Morgen. Hat mich sehr gefreut zu hören, dass Sie bald an Bord kommen werden. Ihr erster offizieller Arbeitstag ist Montag, der 15. März, Montag, der 15. März. Aber vorher haben wir eine Reihe von Trainingseinheiten für Sie, die alle neuen Angestellten durchführen müssen. Nur ein paar Dinge, die Sie auf das Leben im Orbit vorbereiten werden. Sie haben eine spannende Zeit vor sich. Guten Flug und bis bald. Thomas Tucker. Also ich muss F drücken, das triggert voll. Von Alex Yu. Wer ist das? Ich dachte eigentlich zuerst, ich wäre... Oh, warte mal. Anscheinend bin ich Morgan Yu. Und Alex Yu ist, keine Ahnung, mein Bruder oder so, weiß ich nicht. Wahrscheinlich. Okay, nein, Alex kann auch ein Frauenname sein. Keine Ahnung. Hallo. Ich habe dir ein Paket mit allem zugeschickt, was du für deinen ersten Tag brauchst. Uniform, Transcribe, keine Ahnung,
Und ein Neuromod. Installiere die Neuromod bitte gleich. Wir wollen am Morgen ein paar Tests laufen lassen. Befolge einfach die Anleitung. Ich melde mich später. Bis dann, Alex. Bereit? Wieder von Alex. Hey, ich habe gerade mit Mama und Papa telefoniert. Sie können nicht zum Start des Shuttles kommen. Sie sind in New York. Firmenzeugs. Aber sie senden beste Grüße. Ich glaube, Mama ist ein bisschen verstört, weil ihre beiden Kinder zur selben Zeit außerhalb des Orbits sein werden. Sie meint, du sollst dich benehmen und auf deinen großen Bruder hören. Okay, eigentlich hat sie es genau andersrum gesagt. Ich soll mich benehmen und auf dich hören. Aber so viel zu Mama. Naja, okay, also es ist wirklich mein Bruder. Naja, alle sind begeistert. Warum hat sich gerade die Maus bewegt? Egal. Alle sind begeistert von deinen Plänen für da oben. Also mach dich bereit. Ich rufe dich wahrscheinlich morgens an, um sicher zu gehen, dass du auch wach bist. Dann bis bald morgen. Alex. Okay, das ist Alex, also unser Bruder. Okay, ist noch das hier. Mit einer Reihe praktischer Experimente werden wir Ihnen die Grundlagen moderner Analog- und Digitaltechnologie vermitteln, damit Sie am Ende jeden beliebigen einfachen Schaltkreis selbst bauen können. Wie hat es Thomas Edison einst so schön gesagt? Zum Erfinden benötigt man viel Fantasie und einen Haufen Schrott. Das ist ein cooler Satz. Okay. Ja, die Zeit geht wirklich voran. Jetzt 7.08 Uhr. Okay. Die Mausempfindlichkeit ein bisschen. Ich stelle die ein bisschen runter, die ist ein bisschen hoch. Okay, ich glaube. Der fliegt einfach. Okay. Was geht? Ich gehe wieder. Muss Serien schauen. Wow. Danke, dass du hier warst. Tschüss. Okay, ich muss Anzug, glaube ich, anziehen. Ja. Oh, Alter. Das, okay, man sieht meine Beine. Das ist so wenige Spiele. In so wenigen Spielen sieht man die Beine. Okay. Wir müssen in den Helikopter. Ich schalte mal überall das Licht aus. Dings. Das Gas mache ich auch mal aus. Was wollte ich sagen? Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ah. Nee, ich habe voll vergessen, was ich sagen wollte. Genau. Anscheinend sieht man in der Zukunft die Anzüge so an, dass man einfach sie vor sich hält und dann immer näher an seinen Körper dran hält. Hi, Fischi. Ich hatte auch mal Fische. Die haben sich gegenseitig gefressen. Das war schön. Das ist auch immer. Es steht so, hier ist die Tür verschlossen. Und wenn ich F drücke, kann ich sie öffnen. Aber das geht halt nicht, weil sie halt verschlossen ist. Guten Morgen, Miss Yu. Morgen. Okay. Mausrad drehen erschafft einen Kreis. Cool. Hm. Ja, das da machen sie ziemlich gut, muss ich sagen. Aber ich würde Ihnen empfehlen, das Loch zuzumachen. Das ist jetzt, ich kenne mich damit nicht aus, so machen Sie, was Sie wollen, aber ja, ich glaube, zumachen wäre gut. Dafür brauchen Sie etwas anderes, ein anderes Werkzeug. Ich weiß, die Ladeanimation von dem Handy ist echt schön. Diese Dinger können tückisch sein, wissen Sie? Ich wusste nicht, dass Ladeanimationen tückisch sein können, aber man lernt nie aus. Auf dem Dach wartet ein Helikopter. Der ist bestimmt für Sie. Aber das ist immer noch... Warum sind alle so laut? Was ist das eigentlich? Oh.
Ah, mit C kann ich crouchen. Okay. Irgendwie macht mir das Angst. Wieso wird mir das jetzt hier gesagt? Oh, warte. Ich muss natürlich. Das darf ich nicht vergessen. Wieso wird mir das jetzt hier gesagt? Muss ich irgendwie an irgendwas vorbeicrouchen oder laufen? Wow. Oha, das ist. Warte mal. Das ist creepy. Das Ding weiß einfach, wer ich bin. Aber hey, okay. Oh, ich habe Angst. Okay. Ich mag so Aufzugsszenen überhaupt nicht. Besonders wenn mir gerade gesagt wurde, wie ich laufen kann und crouchen und so weiter. Hi. By the way, ich will es nur sagen, ich habe das Spiel schon mal ein bisschen gespielt. Nicht weit, ich hab einfach ein bisschen gespielt. Weiter als das hier, aber naja. Aber das macht keinen Unterschied, weil ich halt literally, ich kann nicht reden, cool, einfach schon alles vergessen habe, was passiert. Also ich habe wirklich keine Ahnung mehr, worum es geht und was alles passieren wird und so. Aber ich muss hier rein. Ist hier noch irgendwo irgendwas, mit dem ich interagieren kann? Nein? Okay. Okay, das ist echt ein geiler Miss Yu, machen Sie es sich gemütlich. Gleich geht's los. Die Transtar-Anlage ist nicht weit weg. 25 Grad, durchgehend klarer Himmel. Bethesda Softworks Prisons. Lass mich mal reden. Bethesda Softworks Prisons. Schöner Blick auf die Bucht. An Arcane Studios Production. Okay, diese Credits sind echt geil gemacht. Und damit nochmal herzlich willkommen zu Prey. Da wären wir, Miss Yu. Achten Sie aufs Glas, wenn Sie aussteigen. Viel Erfolg! Hä, da stand doch gerade noch Prey, wo ist der Finn? Ich habe gerade nicht gesehen, was die meine aktuelle Mission ist, irgendwas mit Begib dich, aber ich weiß nicht wohin. Aber ich denke mal, ich soll hier rein. Transtar. Hallo, Dr. Yu. Hey. Ich bin ein Civil 495-Wissenschaftsoperator. Ui. Transtar hat über ein Dutzend hochmoderne Anlagen auf dem Planeten. Mehr, wenn man die des ganzen Erde-Mond-Systems zählt. Entschuldigung. Transtar ist also auch schon auf dem Mond. Okay, macht Sinn, wenn wir jetzt in den Orbit fliegen und das Willkommen, Morgan ein paar Yu. Sie haben Jährchen einen Zukunft 9-Uhr-Termin in der Testanlage. Bitte bestätigen. bestätigen wir das mal. 100 Stockwerke hat das Gebäude. Okay, das ist nicht schlecht. Warte mal. What the fuck? Welcher Aufzug ist bitte so schnell? Morgan. Endlich. Das ist unser Bruder? Hi. Ich muss zugeben, ich habe mir den eigentlich echt anders vorgestellt, aber okay. Hey,
Diese Transtar-Uniform steht dir richtig gut. Wie ist dein Auge? Noch rot? Ich weiß, die Tests scheinen etwas ungewöhnlich, aber das ist typisch für die Use. Normen zu brechen liegt uns im Blut. Wenn die Tests beginnen, verhalte dich einfach ganz natürlich. Mach dir keinen Kopf. Dr. Bellamy wird dich durch den Vorgang führen. Du wirst gut versorgt. Wir sind nächste Woche im Orbit. Versprochen. Mr. Yu, Ihre Schwester wird in Raum A erwartet. Gut. Hör zu. Sei einfach du selbst. Wir sehen uns danach. Okay. Raum Dr. A. Yu? Ist vermutlich der hier. Ja, ich gehe mal davon aus, dass das Raum A ist. Hey. Guten Morgen, Morgan. Ich bin Dr. Bellamy. Wir müssen heute ein paar Tests machen. Wahrscheinlich nicht das, was Sie gewohnt sind, denke ich. Glauben Sie mir. Der ist doch safe, böse. Bereit? Gut. Fangen wir an. 100 Pro ist der böse. Für den Test entfernen Sie die Kisten aus dem roten Kreis so schnell Sie können. Folgen Sie Ihrem Gefühl. Ja? Wunderbar. Drücken Sie den roten Knopf, um zu starten. Okay. Wunderbar. Das ist... Sie machen das großartig. Gehen wir jetzt rüber in Raum B. Ich glaube, ich hätte es viel schneller machen können. Den Knopf. Okay, Morgan. Hören Sie. Verstecken Sie sich so gut es geht im Raum. Denken Sie nach. Nicht hetzen. Ganz ruhig. Nein, war nur Spaß. Sie haben nur 9 Sekunden. Drücken Sie den roten Knopf, um zu starten. Muss ich mich vor der Kamera verstecken oder vor Ihnen? Das ist jetzt... Vor der Kamera verstecken kriege ich es hin. Wir sind soweit. Ich kann mal das hier nehmen und... Morgan, wir können Sie dort sehen. Gibt's synaptische Aktivitäten? Keine? Nein? In Ordnung. Tut mir leid. Wir machen weiter morgen. Gehen Sie in Raum C. Sie machen das toll. Also gut. Es geht los. Für diesen Test drücken Sie bitte den blauen Knopf auf der entgegengelegenen Seite des Raumes so schnell und so intuitiv wie möglich. Ohne intuitiv, das kriege ich hin, okay. Tun Sie es einfach. Zum Starten den roten Knopf drücken. Ah, ich hätte sprinten können. Ah, fuck. Tut mir leid. Kann mir jemand erklären, was hier los ist? Simmons? Ich habe das installiert, was Tina gebracht hat. Und alles war okay? Der Sprecher ist doch an. Tut mir leid, Morgan. Wir haben Probleme mit der Ausrüstung. Liegt nicht an Ihnen. Sie sind großartig. Ein letzter Raum. Gehen Sie in D. Aber hier sind 3 Lichter. Also bei Raum A war halt 1 Licht an, bei Raum B waren 2 Lichter an, da waren halt 3 Lichter an. Ich dachte, das heißt, wie viele Räume es noch sind, aber okay, dann nicht. Kann mir jemand einen Kaffee bringen? Das wäre großartig. Danke. Okay, Morgan. Setzen Sie sich an den Tisch, bitte. Gerne. Gute Arbeit. Bitte. Sehen Sie auf dem Bildschirm vor sich. Ich werde Ihnen einige Fragen zeigen. Wählen Sie die Antwort, die am meisten Sinn ergibt. Drücken Sie Start, wenn Sie bereit sind. Okay. Sie planen Ihren Urlaub, besuchen ein Sobald Sie bereit sind, morgen. Jetzt einmal leise, ich lese hier, okay? Besuchen einen vertrauten Ort, den Sie lieben. Oder probieren Sie etwas Neues. Besuchen Sie einen vertrauten Ort, den Sie lieben, oder probieren Sie etwas Neues. C. Irgendwie geht C nicht. Der Chat gibt einfach falsche Angaben hier.
keine Ahnung, ich, es geht halt irgendwie nicht, ich verstehe es auch nicht. Ich nehme einfach mal B. Gut, Sie haben den Dreh raus. Weiter so. Sie wurden für Ihre Tante zum Tode verurteilt. Ganz normaler Alltag. Wie fühlen Sie sich? Was fühlen Sie? Ich habe Angst. Ich weiß nicht, was passieren wird. Ich bin wütend. Niemand hat das Recht, dazu. Ich bin ruhig. Das war es wert. Das war es wert? Was habe ich getan? Hä? Das war es wert. Oh, nicht einfach. Mir ist gerade ein bisschen zu warm, aber warte, ich bin gleich wieder da. Okay, hi. Ein führerloser Zug fährt auf 5 Menschen zu, die an das Gleis gefesselt sind. Sie können den Zug das Gleis wechseln lassen, doch das andere Gleis ist ebenfalls an ein Mensch gefesselt. Ja. B5 ist mehr als 1. Stimmt, gute Herangehensweise. Weil, es sind halt 5 Leute gefesselt und das ist eine höhere Zahl, also muss das besser sein. Ich will mal mit der Maustaste drücken. Nicht Ihr Problem, was? Ich habe Angst, dass das irgendwie einen Unterschied macht, aber hey. Ein führerloser Zug fährt auf 5 Menschen zu. Sie stehen auf dem Bahnsteig neben einem extrem dickleibigen Mann, wenn sie ihn aufs Gleis stoßen, kommt der Zug rechtzeitig zum Stehen. Okay, das ist gemein. Als ob so ein dicker Mann den Zug auffällt einfach. Also da ist es halt jetzt wieder 6. Ah, Mann, das Bild ist 5 ist mehr. Aber, der Mann ist halt dick. Das heißt, vielleicht, er ist zwar nur einer, aber vielleicht ist es halt eine große 1. Weil halt, also verstehst du, was ich meine? Ja, ist halt mehr als 5 Menschen fett. Das ist jetzt wirklich tricky. Ich glaube, ich meine, er ist so fett, dass er den Zug auffällt. Ich glaube schon, dass er an 5 Menschen herankommt. Okay, ich warte. Ist eine Fangfrage? Hä, hey, wieso? Wir müssen es so timen, dass alle sterben. Aber wie sollen wir das machen? Weil, wenn wir nichts tun, sterben 5. Und wenn wir ihn halt stoßen, dann... Okay. Aber diese... Ich kann ja mal schauen. Ja, es gibt wieder nur diese 2 Auswahlmöglichkeiten. Deswegen... Also ich würde mal sagen, ich nehme mal den dicken Mann stoßen. Aber wir stoßen ihn halt nicht komplett rein, dass der Zug stoppt. Sondern einfach nur, dass er stirbt und dann den Zug weiterfahren kann. Würde ich jetzt sagen. Gute Idee. Okay, dann nehme ich das. Fast geschafft. Ein führerloser Zug. Na, schon wieder. Fährt auf 5 Menschen zu. Das Szenario kenne ich. Die in ein Gleis gefesselt sind. Sie könnten den Zug stoppen, indem sie aufs Gleis springen. Das würde ihren Tod bedeuten. Aufs Gleis springen, den dicken Mann stoßen und nichts tun. Okay. Okay, diese Antwortmöglichkeit ist schon echt geil. Ja.
Ich würde sagen, halt wieder das, weil der dicke Mann. Ich bin halt, wir haben ja vorhin gesehen, als ich den Charakter ausgewählt habe, ich bin halt nicht fett. Das heißt, es lohnt sich mehr, den dicken Mann zu töten als mich. Deswegen halt stoße ich wieder den dicken Mann. Wissen Sie, ich würde sicher dasselbe tun. Sehr gut. Sehr gut. Können wir nicht den fetten Fertig. Mann stoßen und Im dann nächsten Teil nachspringen? zeige ich Ihnen ein Bild. Sehen Sie es sich ganz genau an. Gleich werde ich Sie fragen, was Sie. Ist das mein Kaffee? Er ist leer. Ich dachte es ja. Ja! Mein Gott! Sicherheit! Sicherheit! Hey!